it. Relationship Advice. Mach Schluss. Mach Schluss, meine lieben Freunde. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir wieder den verlorenen Seelen von Reddit versuchen werden, aus ihren ja wirklich teilweise desolaten Verhältnissen innerhalb der zwischenmenschlichen Beziehung herauszuhelfen, ihnen zur Seite zu stehen. Und ich sage das jetzt hier an der Stelle der Transparenz halber. Wir hatten hier eine Zeit lang einen Zuschauer, der hat tatsächlich die Videos, die Uploads dann an diese User geschickt, halt als Privatnachricht bei Reddit. Und hat sich tatsächlich auch, ich glaube, das war irgendwann Folge 80 oder so, hat er uns dann hier auch tatsächlich geschrieben, dass er sich Feedback eingeholt hat von denen, ob denen das geholfen hat. Und die, die sich zurückgemeldet haben, die haben gesagt, war eigentlich jetzt nicht alles blöd, was der Clowny da gesagt hat. Von daher, ich versuche heute genauso wenig blöd über die heutigen Fälle zu reden. Zum Beispiel über den hier. Partnerin will offene Beziehung. Mach Schluss! Wir lesen aber trotzdem weiter. Hallo, ich weiß nicht weiter. Ich befinde mich in einer ausweglosen Situation. Doch, mein lieber Freund, es gibt immer einen Ausweg. Aber erstmal zu mir und meiner Ausgangslage. Ich bin 36 Jahre alt und meine Partnerin 30. Wir haben 2 Kinder. Boah, das ist... Wie alt sind denn die? Tut mir leid, haben mich gerade gemutet. Ich lese erstmal weiter. Wir haben 2 Kinder. Davon ist die Kleine unser gemeinsames Kind. Und die große, nicht leibliche Tochter behandle ich ebenfalls wie mein eigenes Kind. War sogar bei der Geburt dabei. Du warst bei der... Was? Du warst bei der Geburt von dem Kind dabei, was nicht deins ist, was von deiner Frau ist. Hä? Bin ich... Na gut, wie auch immer. Man weiß ja nicht. Also die Leute leben ihr Leben ja auf ihre eigene Art, ja, und auch manchmal so anscheinend. Okay, wir sind jetzt knapp 7 Jahre zusammen, ja, und da haben wir es doch, das verflixte 7. Jahr, meine lieben Freunde. In meinen Augen sehr, sehr glücklich, sicherlich, mein lieber Freund, so glücklich, dass deine Partnerin gerne von anderen flachgelegt werden möchte. In meinen Augen sehr, sehr glücklich, abgesehen von so kleinen Streitereien bezüglich Kindererziehung oder Aufräumen, alles nichts Dramatisches, Alter. Also jetzt mal hier, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern hier, ne, ein Streit wegen der Kindererziehung, will ich mir gar nicht vorstellen, wie konsistent und nachvollziehbar für das Kind eure Kindererziehung ist, wenn ihr euch darüber streitet. Also offenbar wart ihr euch vor der Zeugung und Geburt nicht einig darüber, wie man die Kinder erzieht, sodass ihr immer noch darüber streitet. Das ist ein bisschen komisch. Man kann sich gerne über viele Dinge streiten in einer Beziehung, aber bei der Kindererziehung, Alter, da sollte man, also wenn man sich, man sollte sich darüber einig sein, bevor man sich dazu entscheidet, ein Kind zu zeugen. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Aber er sagt ja alles nichts Dramatisches, sicherlich. Wir haben uns vor knapp 3 Jahren eine große Eigentumswohnung zugelegt und haben dementsprechend auch noch einen riesen Schuldenberg vor uns. So wie das halt ist, nicht wahr? Vor einem Jahr habe ich sie dabei, übrigens kleine Anekdote, ne? Eigentumswohnungen, wo fangen die an momentan? 150.000, 200.000 Euro? Ey Leute, meine Eltern, die haben sich damals ihr Haus gekauft für 90.000 Euro. Das war im Jahr 2010. Das ist schon krass, ne? Also ein Haus mit Grundstück, alles. Also klar, die haben nochmal 10.000 Euro reingesteckt. Das stand schon, das Haus, ne? 10.000 Euro reingesteckt, schön nochmal gedämmt, bisschen Fenster neu gemacht, das war klar, aber dann bist du bei 100.000 rausgekommen, ne? Ein paar Jahre später haben sie dann für 30.000, eine Garage angebaut und einen Vorratsraum, aber das Grundhaus mit über 100, 120 Quadratmeter, ich weiß es nicht mehr, 90.000 Euro, also der Schuldenberg war da nicht so groß, aber es ist ja anscheinend heute anders. Wir lesen weiter. Vor einem Jahr habe ich sie dabei erwischt, wie sie mit einem anderen Pärchen schreibt und kann lesen, dass es sehr heiß herging zwischen ihr und der Frau. Für mich ist erstmal eine Welt zusammengebrochen. Mein lieber Freund, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, Alter. Deine Frau ist an dieser Stelle sich, glaube ich, selbst gar nicht darüber bewusst, was für einen monumentalen Einfluss das nicht nur auf sie und dich hat. Sie und du, ihr beide tragt die Verantwortung für 2 Kinder. Und das gesunde Aufwachsen eurer Kinder ist dadurch gewährleistet, dass ihr beide euch vertrauen könnt und ihr beide zusammensteht, um die beiden Kinder gut durchzubringen. Und eure beiden Kinder, vor allem auch deine Tochter, lernt von eurer Interaktion. Man sagt ja auch oft, die erste Liebe, die erste große Liebe einer Tochter ist der eigene Vater. Und das meine ich so unschuldig, wie man es nur sagen kann. Es geht darum, dass das Verhältnis zwischen Vater und Tochter eines ist, was darin besteht, dass er ihr zeigt, wie ein liebender, aufrichtig liebender und ehrlicher Mann umgeht, sodass sie dadurch auf ganz natürliche Art und Weise in ihrer Entwicklung dazu konditioniert werden wird, zu erkennen, wenn ein Mann es nicht wirklich aufrichtig und ehrlich mit ihr meint. Und das gelingt dadurch, dass man seiner Tochter als Vater sagen kann, mein Engel, du kannst immer zu mir kommen, können immer miteinander ehrlich sein. Und diese Ehrlichkeit musst du dann natürlich auch vorleben. Wenn eure Beziehung durch das, was deine Frau dort getan hat, gefährdet wird und ihr auseinandergeht, dann wird diese Tochter ohne zumindest eine Vaterfigur aufwachsen. Und dann wird sie selber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als vaterlose Tochter in Beziehungen kommen mit Männern, bei denen sie eben nicht genau weiß,
weiß, ob sie ihnen vertrauen kann oder nicht, weil sie es nie gelernt hat, dadurch, dass du sie im Heranwachsen mit begleitet hast. Das ist ganz logisch. Und es ist in diesem Falle auch genauso hier so. Ja? Sie gefährdet das schöne, unbeschwerte Aufwachsen eurer beiden Kinder. Nicht zuletzt lebt ihr beide ja auch miteinander eurem Kind vor, wie zwei liebende Erwachsene aufrichtig und ehrlich miteinander eine Beziehung gestalten. Kinder sind wie Schwämme. Die saugen alles auf. Die saugen alles an Verhalten auf, weil ihr seid die, die sie prägen. Mit euch verbringen sie die meiste Zeit. Bei euch schauen sie sich ab, wie das läuft zwischen Mann und Frau. Und an diesem Fall kann man sehen, wie deine Frau an dieser Stelle riskiert, dass das zwischen euch auseinandergeht und damit das Heranwachsen der Kinder. Und ab dem Punkt finde ich es widerwärtig. Ich wollte das nur mal erläutern, wie ich zu diesem Urteil komme. Für mich ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, schreibt er, sie will unbedingt die Erfahrung mit einer Frau sammeln und sie war noch kurz vorm Treffen, womit deine Frau dich emotional betrogen hat. Ich würde dieser Frau nicht mehr vertrauen. Habe es aber vorher rausbekommen, schreibt er. Also du musstest es rausbekommen. Sie wollte dich einfach straight up betrügen. Und mir ist bei Betrug vollkommen egal, welches Geschlecht. Es ist Betrug. Sie lügt. Sie lügt, um körperlich intim zu werden mit jemand anderem. Was übrigens, wenn du es ihr durchgehen lässt, ein Verhalten ist, was auch, je nachdem wie alt deine Kinder sind, bemerken werden. Mich hat diese ganze Anlügerei total fertig gemacht. Warum redet sie nicht mit mir? Ich hatte eine gewisse Art Verständnis für ihr Verlangen, habe ihr alle Vorschläge unterbreitet, wie zum Beispiel, was hältst du von der Escort? Oh mein Gott, und dann geht's in der... Alter, bist du ein Kack. Was hältst du von der Escort? Du hast ihr Vorschläge? Was hältst du davon mit einer anderen, dass wir es zu dritt einfach zusammen machen, um es als Paar zu erleben? Das wollte sie alles nicht. Es musste unbedingt diese Frau sein. Ich habe dann gesagt, ich oder sie. Und sie hat sich dann für mich entschieden. Ja, Gott sei Dank. Wir lesen weiter. Ja, die Odyssee ist noch nicht zu Ende, Freunde. Es war dann knapp ein Jahr alles gut zwischen uns. Hab sie immer wieder gefragt, ob das Verlangen gerade nach einer Frau hat, was sie aber verneinte. Ich lese es so vor, wie es hier steht, auch für die Leute, die den Audio-Podcast später hören und denken, ich hätte hier einen Schlaganfall. Nein, es steht hier so. Dann vor 2 Wochen kam der nächste große Schock für mich. Ich habe meine Partnerin dabei erwischt, wie sie sich mit der Frau getroffen hat und sie schon wieder seit März miteinander schreiben. Es soll aber nie was gelaufen sein, laut ihrer Aussage. Ja, und dieser Aussage traust du jetzt, oder? Also wenn du dieser Aussage noch traust, dann weil du es nicht wahrhaben möchtest. Ich lese weiter. Es gab natürlich einen mega Knall zwischen uns und es kam auch noch raus, dass sie sich mit einem Typen getroffen hat und Entschuldigung, Leute. Ich habe die Kontrolle über meinen Körper verloren. Okay, also, dass sie sich mit einem Typen getroffen hat und der für sie gemeinsam ein... Oh Gott, ich fühle mich schmutzig, wenn ich das überhaupt vorlese. Ich lese nochmal. Es gab natürlich einen Mega-Knall zwischen uns und es kam auch noch raus, dass sie sich mit einem Typen getroffen hat und der für sie gemeinsam einen Dreier organisieren sollte. Angeblich soll da auch nie was gewesen sein, aber der Typ war auch bei uns in der Wohnung, was ich wirklich eklig finde. Wie kommt der in deine Wohnung? Wo bist du? Wo bist du? Dass der in deine Wohnung kommt, Mann. Okay, es ist doch nur noch, ja, hier steht es auch im Chat, es ist doch nur noch kaputt an diesem Punkt, oder? Jetzt sagt sie zu mir, dass sie eine offene Beziehung möchte und einfach normal leben möchte, ja. Also, deine Frau ist nicht treu, es ist die falsche Partnerin für dich und sie möchte mit 30 Jahren einen Lebensstil leben, den sie wahrscheinlich von Sex and the City kennt, weil das ein Frauenbild ist, was in meinen Augen frauenfeindlich ist. Insofern, als dass es Frauen dazu ermutigt, einen Lebensweg zu führen, der im Endeffekt im besten Fall zu nur einer Geschlechtskrankheit führt und danach zu langen, einsamen Abenden, wo man seine Katze streichelt, und damit meine ich wirklich das Haustier, und eine Flasche Wein trinkt, während man Netflix schaut. Diese Frau ist 30 Jahre alt. Das ist eigentlich das Alter, wo zwischen euch beiden, also ihr habt ja auch schon Kinder, wo zwischen euch beiden das Lebensglück darin bestehen sollte, eure Kinder aufwachsen zu sehen und eure Verantwortung darin besteht, diesen Kindern, weil sie eben alles aufsaugen, was passiert, vorzuleben wie ein liebender Mann und eine liebende Frau in Treue und Vertrauen und ehrlich miteinander zusammenleben. Weil das, was jetzt gerade zwischen euch passiert, je nachdem, wie viele Kinder davon mitbekommen werden, und das wird irgendwann schwer vorzuspielen sein. Kinder durchschauen euch auch irgendwann, die sind ja nicht blöd. Dann wird das auch deren Entwicklung beeinflussen. Und an dem Punkt verstehe ich halt auch keinen Spaß mehr. Ihre Triebbefriedigung ist in ihrer degenerierten Lust so stark, dass ihr die Familie, ihre Kinder und du vollkommen egal sind. Ich würde diese Situation einfach verlassen, Alter. Du hast noch dein Leben vor dir, such dir eine Frau, die es ernst meint. Und
und soll sie sich mit so vielen Leuten treffen und intim werden, wie sie möchte. Ja, scheiße, aber jetzt sind Kinder im Spiel, ne? Ja, das ist blöd. Aber ich könnte es, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich könnte das nicht aushalten. Wie geringgeschätzt musst du dich dann fühlen? Sie hat dich mehrfach belogen und dann auch auf so eine empfindliche Art und Weise. Jetzt sagt sie zu mir, dass sie eine offene Beziehung möchte und da haben wir es. Also jetzt möchte sie diesem ganzen unehrlichen Gebaren, dem Betrug, dem Leid, was sie dir zugefügt hat und damit übrigens auch den Kindern, nur halt ein paar Jahre später, weil die halt ohne Vater aufwachsen werden oder Mutter. Oder wenn mit beiden, dann mit beiden in einer toxischen, schlechten, ungesunden Beziehung, was sie sich auch abschauen werden. Jetzt möchte sie da einfach ein, ja, zeitgeistgenehmes Label drauf stülpen, um im Endeffekt von dir halt keine Gegenargumente mehr für diesen Lebensstil hören zu müssen. Und deswegen nennt sie es dann offene Beziehung. Was übrigens dann auch an der Stelle ein Red Pill dafür ist, was offene Beziehung im Endeffekt bedeutet. Einfach, ich will meinem Partner nicht treu sein, ich will einfach betrügen. Ich will mich nicht auf eine Person einschießen, ich will einfach möglichst viele abwechslungsreiche Partner haben, bis mein eigener Partner komplett im Staub zurückbleibt. Oh, sie wird immer vergleichen, mein Freund. Oh, wie sie vergleichen wird. Ich lese weiter. Ich muss sagen, ich bin ziemlich am Ende. Vor allem ihre toxische Art mir gegenüber komme ich überhaupt nicht klar. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Gar nicht gemacht! Also, ich möchte jetzt auch an der Stelle nicht die gesamte Schuld auf deine Partnerin abwälzen, weil du bist der Typ, der noch einen Escort-Service vorschlägt. Du bist der Typ, der das mitgemacht hat, der da mitgespielt hat und sich jetzt wundert, dass sie sich in dieser Art, ich nenne es jetzt mal, mit dir zusammen und den Kindern zusammenzuleben, sogar noch wohlfühlt und daran aufgeht. Du hast es auch mit supportet. Wie man das überhaupt, also da muss ja wirklich ein Selbstwertgefühl ja wirklich auf unterirdischem Niveau bei dir vorherrschen, um das überhaupt mitzumachen. Na gut. Vor allem droht sie mir, die große wegzunehmen, was mir am meisten wehtut. Ja, das heißt ja im Endeffekt, eine hast du dann. Also ein Kind bleibt dir dann, oder wie? Wir wohnen hier alleine in der Stadt und haben keine Oma und Opa hier in der Nähe, die uns unterstützen. Tja, das gute alte Mehrgenerationen-Hausfreunde, ne? Das war mal was. Wir sind eigentlich beide sehr voneinander abhängig, was die Kinder betrifft. Ja, weil du das Kind, was sie in die Beziehung gebracht hast, liebst und sie halt das Kind, was du in die Beziehung hineingebracht hast, also durch die Empfängnis, ja, dass sie dieses Kind liebt. Aber ihr beiden liebt euch nicht. Offenbar. Er schreibt, ich verstehe das alles nicht. Mit Fragezeichen. Wir führen so ein tolles Leben. Ja, Alter, tolles Leben hast du da. Dadurch, dass ich gut verdiene, haben wir auch keinerlei Geldsorgen oder sonst irgendwas. Okay, du fütterst dann also noch durch. Du bist der Geldgeber. Was ich übrigens nicht verurteile, aber so eine Konstellation durchzufüttern. Wenn wir uns trennen, verlieren wir beide alles. Nein, du hast immer noch dein Geld und ein Kind. Ich verliere die große, was mir am meisten Sorge bereitet. Ach, kannst du noch besuchen. Die Wohnung, da ich sie nicht alleine stemmen kann. Ich dachte, du verdienst hier das meiste Geld. Ah. Ja, dann vermieten. Vermieten und von der Miete den Kredit tilgen. Und dann Eigenanspruch anmelden. Wer jetzt mein Weg? Einfach die finanzielle Gelassenheit fällt komplett weg, schreibt er. Du, keine Ahnung, also finanzielle Gelassenheit. Ich dachte, du wärst der sie hat. Na gut. Geht's noch weiter? Ja, ein Absatz haben wir noch. Was würdet ihr machen? Würdet ihr alles so weiterlaufen lassen? Ich bin echt am Ende. Trauriges Emoji. Das Vertrauen ist komplett hinüber und ich frage mich die ganze Zeit, warum hat sie nicht mit mir geredet, anstatt mich permanent anzulügen? Weil du eine schlechte Partnerin dir ausgesucht hast, mein Freund. Also offenbar. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die, ihr seid ja jetzt nun 7 Jahre zusammen. Ja? Es gibt ja nur noch Leute, die merken dann erst nach ein paar Jahren und wachen dann auf einmal auf und merken, Mist, ist nicht der richtige Partner. Jetzt haben wir hier Kinder in der Rechnung. Schau mal, ich kenne ja auch Situationen über Bekannten und Freunde, wo es auch Scheidungen gegeben hat, wo auch ein Kind hin und her gereicht wird. Das ist für alle Beteiligten nicht schön. Aber es ist besser, als dass das Kind euren Streit mitbekommt, euer gegenseitiges Misstrauen mitbekommt, all das mitbekommt. Also ich glaube, für die langfristige Entwicklung des Kindes ist es sicherlich wichtig, sich zu besuchen dann am Wochenende und so, das ist schon klar. Aber es ist immer noch nicht verloren, mit einem neuen Partner, ein gesundes Beziehungsmodell, deinem Kind, was dann dein Sorgerecht beinhalten wird, trotzdem in positiver Art und Weise zu prägen, dass es nicht die Fehler macht, die du gemacht hast, weil du hast offensichtlich einen Fehler gemacht in der Partnerwahl, das sehen wir hier. Wir erfahren nichts über die Vorgeschichte dieser Frau, auch nicht, wie ihr Verhältnis zu all diesen Dingen, die du angesprochen hast, vorher war. Ohne Vorgeschichte können wir das schlecht beurteilen. Offenbar war diese Wahl falsch, das merken wir jetzt und ich würde es nicht ertragen. Also ich habe von Leuten mitbekommen, also die wirklich, die ich auch kenne, mit denen ich gesprochen habe, die 10 Jahre lang zum Wohle der Kinder mit einem Partner zusammen waren, der sie hasst, von dem sie sich getrennt haben. Und diese
sagen mir heute, Clowny, das war nicht die beste Entscheidung. Auch für mein eigenes Glück, aber auch für das Glück des Kindes, weil das Kind kriegt's mit. Auch ein Scheidungskind kann gut geraten, ja? Such dir einen neuen Partner, lebe da eine gesunde Beziehung vor, die nicht aus Missgunst, Lügen, Vertrauensbrüchen und Degeneration besteht und deinen Kindern wird es gut gehen. Das ist das Einzige, was ich an der Stelle raten kann. Ich würde da einfach raus. Also an der Stelle, mach Schluss und wir lesen die Kommentare. Das wollte sie alles nicht, schreibt hier Kalatea Enthusiast. Es musste unbedingt diese Frau sein. Sie schreibt, sie will keine offene Beziehung. Ihr geht es nicht um irgendwelchen Sie will nur diese eine Frau, weil sie bereits Gefühle für sie hat. Sie will keine offene Beziehung. Sie will Erlaubnis, mit dieser Frau eine weitere Beziehung führen zu können. Ja, umso besser. Ja, super. Und dazu hat sie alles hinter deinen Rücken. Hä, aber da überliest dieser User hier komplett den Mann, mit dem der Dreier stattfinden sollte, oder? Bin ich jetzt blöd? Egal. Und dazu hat sie das alles hinter deinem Rücken gemacht. Eine Beziehung. Egal ob offen oder nicht, basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Wie sollst du ihr überhaupt aktuell vertrauen? Kann er nicht. Ihr Handeln zeigt recht deutlich, dass ihr Interesse an dieser Person größer ist als am Weiterbestehen eurer gemeinsamen Beziehung. Eindeutig. Und was auch hier, ich denke mal, ein weiblicher User hat das kommentiert. Warum denkt denn keiner an die Kinder? Also bin ich jetzt hier irgendwie blöd? Nein. Es geht hier, WB Mike, es geht um den Dreier, wo sie auch noch mit einem weiteren Mann Kontakt hatte in Bezug darauf. Also wie gesagt, also ich denkt keiner, also ich lese mal den nächsten Kommentar hier. Raver 1988 schreibt, trennen. Du wirst doch komplett auf den Arm genommen. Wie es dann weitergeht und wer wen wegnimmt, bleibt dann zu schauen. Du bist die Bezugsperson für die Kleine. So einfach vorenthalten geht das nicht. Auch nicht, wenn du der biologische Vater bist. Sie wird, wenn nicht eh schon passiert, dich eh früher oder später betrügen, was sie auch schon definitiv hat. Also unter den Top-Rated Comments interessiert sich auch keiner für das Kindeswohl. Also er sagt hier immerhin, du kannst sie behalten. Es geht ja auch nicht um irgendwelche Besitzansprüche. Es geht darum, dass durch eure desolate Beziehung nicht das Heranwachsen der Kinder, psychisch gesundes Heranwachsen, gefährdet sein soll. Aber gut, dafür ist ja der Clowny da. Der denkt an die Kinder. Also in diesem Fall, mach Schluss! Nächster Fall. Ist auch der letzte dann für heute, ne? Ich, weiblich 21, habe eine Reddit-Bekanntschaft gemacht und fühle mich schuldig deswegen. Eieiei. Wer von euch war das? Okay, wartet, ich lese sofort. Ich habe vor circa einem Monat einen Reddit-Post in r gepostet bezüglich Problemen, die ich mit meinem Partner, männlich 20, habe. Alter, ich hoffe, dein Partner erfährt das nie, weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht hier im Chat, bei YouTube, bei Twitch. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euer Partner im Internet über euer intimes Sexualleben... Ist nicht so toll, oder? Naja, sei es drum. Durch den Post habe ich einen anderen User kennengelernt, mit dem ich jetzt regelmäßig über Reddit schreibe. Also du hast einen Typen kennengelernt? Ja. Der hat da die richtige Antwort, der hat da so in die Kommentare, du hast so geschrieben, ach Mensch, dem geht so schnell die Puste aus und dann hat er runtergeschrieben, ich habe genug Puste für uns drei. Und weißt du, und dann sind sie ins Gespräch gekommen, ja, so wie das manchmal ist, ja. Wir arbeiten beide im Gesundheitssystem und haben ähnliche Ziele, was unsere Karriere betrifft, so steht es dort. Haben ähnliche Hobbys und so weiter. Wir schreiben aber auch oft über sexuelle Themen. Kein Sexding, nur offene Gespräche über solche Themen. Alter, komm. Was für ein Cope. Alter, wie du dir gerade zurecht copest, dass du mit einem anderen Mann über sexuelle Themen schreibst. Oh nein, es ist kein Sexding. Es ist kein Sexding. Nein, Schatzi, nein. Du verstehst die Chatverläufe falsch. Es ist kein Sexding. Wir reden nur offen über sexuelle Themen. Ja, das ist ja kein Sexding. Wir reden ja nicht darüber, das miteinander, sondern wir reden allgemein darüber, über sexuelle Themen. Über unsere Vorlieben vielleicht auch, aber halt generell nicht miteinander. Also doch schon miteinander, aber halt nicht auf den anderen bezogen, obwohl der andere der einzige Gesprächspartner für dieses Thema ist. Eigentlich sollte dein Partner derjenige sein, mit dem du offen über solche Themen redest, aber was sage ich denn hier? Ich bin ja halt altmodisch anscheinend, ne? Ich habe das Gefühl, ich kann ihm in der Hinsicht alles erzählen. Da es mit meinem Freund im Bett nicht so rund läuft, reden wir auch des Öfteren darüber. Ja, Mann. Oh, wie sich dein Freund fühlen muss. Hey, Schatzi, ich rede öfter mal mit so einem Mann bei Reddit, der unter einem Reddit-Post in einem Sexforum bei Reddit mir geantwortet hat. Mit dem rede ich auch öfter darüber, dass du im Bett nicht gut performst. Ich hoffe, es stört dich nicht. Ich meine, es sind offene Gespräche über solche Themen und wir beide kommen aus dem Gesundheitswesen, ja? Also, wer da eifersüchtig ist, der ist ein, wahrscheinlich ein normaler Mensch, ne? Tja. Da es mit meinem Freund im Bett nicht so rund läuft, reden wir auch öfteren darüber. Ich habe Angst, dass mein Freund die Nachrichten findet und es falsch auffasst. So steht es dort. Ich mag ihn wirklich gerne als ein Freund und ich weiß, dass er einen Crush auf mich hat.
hat. Also jetzt deinen Freund oder den, also den, also wahrscheinlich den dann, aha, also den, mit dem du ohne Sexting nur offen über diese Themen redest, den meinst du, okay. Er gibt mir oft Komplimente und die Aufmerksamkeit, die mir mein Freund nicht gibt. Ich schreibe super, super gerne mit ihm und wir verstehen uns einfach auf allen Ebenen gut. Alter, ich kann mich übergeben. Okay, du betrügst deinen Freund emotional, das ist Punkt 1. Punkt 2, der Typ ist in deinem Kopf. Punkt 3, mach Schluss. Also du bist ja deinem Freund zumindest an dieser Stelle eine ehrliche Rechenschaft schuldig. Der sollte, damit euer Vertrauen zumindest die Chance hat, wieder auf ein ausgeglichenes Niveau zu kommen, dem solltest du einfach diese Nachrichten zeigen. Ende. Es ist Ehrlichkeit. Also entweder das oder mach Schluss. Leb mit der Lüge, aber lass ihn nicht mit dieser Lüge leben, mit dir in einer Beziehung. Wisst ihr, also Leute, ich lese hier immer wieder, also gerade jetzt im Falle dieser jungen Dame hier, auch einfach Leute, die ihren moralischen Kompass vollkommen verloren haben. Also anstatt deinem Freund zu sagen, hey, da fehlt's mir ein bisschen an der und der Ecke. Da fehlt's mir ein bisschen. Vielleicht merkst du das nicht, deswegen sage ich es dir, weil wir beide sind doch zusammen, können ehrlich miteinander aussprechen, was wir fühlen. Das machst du nicht. Du schreibst stattdessen mit irgendeinem auf Reddit, der dir Komplimente macht. Ja, und sicherlich auch kein Sexting, sondern nur offene Gespräche über solche Themen. Ja, Alter, ich bin diese Lügen so satt, die ich hier lese. Alter, ist unglaublich. Ich schreibe super gerne mit ihm und wir verstehen uns auf allen Ebenen gut. Sie schreibt weiter. Ich habe meinem Freund erzählt, dass ich gelegentlich mit ihm schreibe, aber in letzter Zeit schreiben wir wirklich sehr viel miteinander. Du hast es deinem Freund erzählt, was hat er gemacht? Sie schreibt weiter. Mein Freund war da schon nicht sonderlich begeistert, aber es war okay für ihn. Ja, kack. Wie gesagt, also das ist halt auch das Ding dieses Gaslighting, dass das Einhalten von einem Mindeststandard innerhalb einer Beziehung, der darin besteht, dass man sich nicht hintergeht, dass allein den einzufordern, für diesen Mann hier schon zu krass wäre und er sagt, es wäre okay. Ich lese weiter. Ich erzähle meinem Freund aber nichts mehr darüber, da ich weiß, dass es Streit geben wird. Super. Alter, also deine Beziehung, die ist auf der Siegesstraße unterwegs. Ich lese weiter. Ich fühle mich jetzt unglaublich schlecht und schuldig. Solltest du. Da ich das Gefühl habe, ich verstecke was vor ihm, was du ja auch tust. Ich will aber auch den Kontakt zu meinem Reddit-Freund nicht abbrechen. Ich bin gerade so in einer Zwickmühle. Was soll ich tun? Was soll sie tun, Chat? Schreibt es in den Chat. Was soll sie tun? Was soll sie tun? Ich weiß ja nicht mehr, Alter. Also, was ist denn das? Was soll sie tun? Ich gehe mal in die Kommentare. Oh, Edit! Oh. Leute, nein, schreibt es noch nicht. Schreibt es noch nicht, Freunde. Da kommt ein Edit. Ich glaube, da könnte jetzt nochmal alles in die ganz andere Richtung gehen. Edit, ich habe vergessen, mein Freund ist missbräuchlich. Oder was kommt da her? Edit, ich glaube, ich habe ein paar Details ausgelassen. Das hier sind die Details, Freunde. Seht ihr? Okay. Also, mein Freund und ich sind seit 4 Jahren zusammen. Wir haben so ziemlich alles erlebt, was man erleben kann. Das glaube ich euch nicht. Ihr seid 20. Also, ich glaube nicht, dass ihr eine Ehe erlebt habt, die Geburt eurer Kinder erlebt habt oder erlebt habt, wie ihr beide euch ein Haus kauft oder ein Auto. Ihr seid 20. Also, mein Freund und ich sind seit 4 Jahren zusammen. Wir haben so ziemlich alles erlebt, was man erleben kann. Ich liebe ihn wirklich sehr. Ja, du liebst ihn so sehr, dass du ihn emotional betrügst, Alter. Sei doch. Halt zamm, sagt der Österreicher, ne? Halt zamm an der Stelle. Und wir passen in fast jeder Hinsicht gut zusammen. Unsere Probleme beziehen sich viel auf da wir dort einfach nicht kompatibel sind. Ja, was meinst du, dass der... Ist er in Wirklichkeit gar kein Mann oder was? Was meinst du? Ich lese mal weiter. Wir haben aber auch noch ein paar andere Probleme, die ich hier nicht anschneiden möchte. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das genau die Probleme sind, die wir hier hören sollten. Aber gut, die willst du doch nicht bekannt geben in der Anonymität des Internets, ne? Aber anonym über sexuelle Themen mit einem anderen, das ist okay. Ja, wir reden oft über unsere Probleme und versuchen eine gute Kommunikation aufrechtzuerhalten. Sei leise. Du hast mir hier, warte mal kurz. Du hast uns hier vorhin gesagt, er gibt mir oft Komplimente und die Aufmerksamkeit, die mir mein Freund nicht gibt. Ich schreibe super gerne mit ihm und verstehen uns auf allen Ebenen gut. Und ich habe das Gefühl, ich kann ihm in der Hinsicht alles erzählen. Also er ist derjenige, dem du dich emotional tiefgängig öffnest und dein Freund ist es nicht. Was erzählst du mir denn jetzt hier mit, wir reden oft über unsere Probleme. Ich glaube, du redest öfter über die Probleme mit deinem Partner, mit diesem Typen, mit dem du da auf Reddit schreibst, ehrlich gesagt, junge Frau. Ich versuche wirklich an unserer Beziehung zu arbeiten. Ja, wie man merkt, indem du mit einem anderen Typen über sexuelle Themen schreibst und dir Komplimente von ihm machen lässt. Super, du arbeitest richtig gut an der Beziehung. Ich lese weiter. Aber in letzter Zeit ist es schwierig, da ich gefühlt die Einzige bin, die Arbeit in die Beziehung investiert. Ja, deine Arbeit besteht unter anderem darin, mit einem anderen fremden Typen über sexuelle Themen zu schreiben. Ja, das ist deine Arbeit. Also ich meine, es kann ja sein. Es kann ja sein, dass dein Freund beziehungsunfähig ist. Das kann ja alles sein. Aber Arbeit an der Beziehung besteht nicht darin, sich emotional einem wildfremden Typen zu öffnen und mit dem über sexuelle Themen zu schreiben. Und erzähl mir keinen von wegen, wir reden da nur sachlich drüber. Was ist denn das? Kein Sexting. Ihr redet offen über sexuelle Themen. Was heißt das? Ihr schlagt so ein Biologiebuch auf und redet dann über Chromosomen oder was? Das glaubst du doch wohl selber nicht, oder? Glaubt
ihr das? Na gut. Ich versuche wirklich an unserer Beziehung zu arbeiten, aber in letzter Zeit ist es schwierig, da ich gefühlt die Einzige bin, die Arbeit in die Beziehung investiert. Alter, die Delusion. Ich habe extreme Selbstzweifel und die Art, wie es mit meinem Freund läuft, zerstört mein Selbstwertgefühl. Mit meiner Bekanntschaft kann ich offen über die Probleme reden. Er gibt mir die Chance, die Probleme aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich habe in meinem Umfeld keine Person, mit der ich offen über alle Aspekte reden kann, weshalb es mir so schwerfällt, den Kontakt abzubrechen. Alter, ich verstehe, dass ich mich von meiner Bekanntschaft distanzieren muss. Danke für alle Kommentare, auch wenn ein paar etwas schmerzhaft waren. So steht es dort. Da muss ich hier ja gar nichts mehr sagen. Ja, du musst dich, also der einzige Weg, auf den eure vierjährige Beziehung, und dafür ja erstmal Respekt, das ist ja schon mal ein Batzen, ne? Gerade für so junge Leute mein Respekt, wenn das in irgendeiner Art und Weise wieder hinkommen sollte und ich hätte, wenn ich er wäre, die Nase einfach voll. Es ist keine Schande, Schluss zu machen. Also irgendwann wird's komisch, wenn du dann mit 40 auch immer noch am Schluss machen bist nach zweijährigen Beziehungen. Aber schau mal, ihr seid ja beide ganz jung und 20, 21. Das mit den Beziehungen ist wie Fahrradfahren. Und da fällt man auch mal hin. Ich hatte auch in meiner Jugend eine Beziehung, die 4 Jahre ging. Man fällt manchmal hin. Es ist keine Schande, Schluss zu machen. Weißt du, wenn ich irgendetwas gelernt habe in meiner Jugend, was Beziehungen anging. Und ich meine, ihr alle werdet euch, denke ich, vorstellen können, ich war jetzt nicht der Typ, der jedes Wochenende eine flachgelegt hat, weil mir dieser Lifestyle schon immer, bevor ich überhaupt politisiert war, einfach gegen den Strich gegangen ist, weil ich es degeneriert fand. Einfach aufgrund meiner Natur einfach. Und ich habe aber auch lernen müssen, also auch wenn ich ein Beziehungsmensch war, dass es sich manchmal auch, gerade wenn man jung ist, weil man sich in verschiedene Richtungen entwickelt, dass es manchmal keinen Zweck macht, an Beziehungen festzuhalten. So habe ich an vielen Beziehungen in meinem Leben unnötigerweise länger festgehalten, als es nötig war, weil ich einfach nicht die Eier hatte, die Beziehung zu beenden, weil ich immer gedacht habe, man kann dafür noch kämpfen. Leute, es ist so einfach. Echte Liebe, echte Beziehung, bei der es passt, also eine Beziehung, bei der du weißt, die wird den Rest deines Lebens laufen, da musst du nicht kämpfen, zumindest nicht viel. Also sicherlich wird es Hochs und Tiefs geben, aber die ersten Jahre, das wird einfach gut sein. Es wird einfach gut sein. Und es ist dann auch manchmal gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Und in diesem Falle, ich weiß gar nicht, ob sich das an der Stelle lohnt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mir da jahrelang Qualen angetan. Ach, vielleicht liebt sie mich ja doch noch. Und diese Beziehung. Ich habe ja auch Beziehungspausen mitgemacht in meiner Jugend. Ich habe das ja alles mitgemacht, Leute. Deswegen rede ich ja über diesen Shit. Da wird nichts besser. Man muss sich auch trauen, Schluss zu machen. Deswegen sage ich hier so oft, mach Schluss. Gerade in dem Alter, ey, mach einfach Schluss. Ist gut. Schreib hier, treff dich mit dem Reddit-Typen. Lass deinen Freund damit in Frieden. Du zerstörst sein gesamtes Selbstwertgefühl. Du erzählst uns hier einen von einem geringen Selbstwertgefühl. Vielleicht ist es ja auch wirklich da, weil du selbst das Gefühl hast, du hast die exklusive Liebe von einer Person vielleicht nicht verdient, wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin. Aber gib diesem Mann einfach die Chance, noch eine gesunde Beziehung aufzubauen, bis er 30 Jahre alt ist und lass den einfach los. Du bist nicht mehr, du liebst ihn einfach nicht mehr. Ohne Liebe läuft das nicht. Du liebst ihn nicht mehr. Auf der sexuellen Ebene und auf der emotionalen Ebene. Der andere Mann ist in deinem Kopf. In beiderlei Hinsicht. Lass es einfach sein, junge Frau. Geb diesen Mann frei. Geb diesem Mann die Chance und damit auch dir selbst den richtigen Partner zu finden. Und mach einfach Schluss. Mach Schluss! So, Kommentare. Ich werde nicht müde, diesen Satz zu wiederholen. Liebe ist die Akzeptanz des Andersseins. Es gibt viele Menschen, mit denen man kompatibel ist, dennoch wird es immer einen Haken geben und auch der Reddit-Bekannte wird irgendwas an sich haben, das dich unglaublich nerven wird. Okay, also wir haben ja auch einen Partner, der nie eine wirklich tolle, gute Beziehung geführt hat. Das bedeutet, anstatt Zeit in eine Bekanntschaft auf Reddit zu investieren und der unangenehmen Situation mit deinem Partner aus dem Weg zu gehen, solltest du dringend ausführlich mit deinem Partner darüber sprechen, wie ihr Schluss macht. Nein, das schreibt sie leider nicht. Wie ihr euer Leben gestalten wollt. Wichtig ist, nicht nur zu reden, sondern auch ins Handeln zu kommen. Wenn der Partner wirklich keine Einsicht und keine Bereitschaft zeigt, gemeinsam mit dir daran zu arbeiten, kannst du daraus Konsequenzen ziehen. Also klar, hier schreibt dann eine Schwester, sage ich jetzt mal so. Ja? WB Mike, den Beitrag verstehe ich nicht, aber sei es drum. Wenn der Partner wirklich keine Einsicht und keine Bereitschaft zeigt, gemeinsam mit dir daran zu arbeiten, kannst du daraus Konsequenzen ziehen. Aber das stimmt schon, ja. Ein richtiger Kommentar hier schreibt jemand, bester Post, ich würde noch 1000 Mal pushen. Na gut, also auch wenn die Schuld hier gerade dem Typen zugewiesen wird, während sie ihn betrügt. Sei es drum, ja. Sprecht drüber, wie ihr am besten Schluss macht, wie ihr das organisiert, wer wann seine Sachen abholt. Dann schönes Leben. Es ist keine Schande, Schluss zu machen, wenn man noch so jung ist. Man fliegt auf die Nase und das muss sein. Das ist das Alter um die 20 Jahre, wo du halt versuchst ernsthafte Beziehungen zu führen und aus jeder einzelnen Beziehung im Idealfall eine Sache lernst. Ich habe aus meinen gescheiterten Beziehungen immer eine Sache mitgenommen, einen Aspekt
versucht am Ende dieser Beziehungen für mich selbst mir klar zu machen, woran hattet jetzt gelege, ja? Zum Beispiel aus der einen Beziehung, wo eine Beziehungspause ins Spiel kam und ich das auch habe über mich ergehen lassen und danach ging es ja auch noch weiter, aber es scheiterte trotzdem. Und ich hatte so ein komisches Gefühl und daraus habe ich gelernt, ich kann mich in Beziehungen immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Mein Bauchgefühl, ob das hier noch passt oder nicht. Und das habe ich gelernt und das muss man lernen. Ja, in diesem Falle also Schluss machen, das war Reddit. Reddit Relationship Advice. Mach Schluss.